Ey, kann mir bitte mal jemand erklären, wie das sein kann, dass wir Mitte Oktober haben und wir trotzdem 23 Grad haben? Wie dem auch sei, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein fitnessbezogenes Video. Falls ihr mir auf TikTok folgt, habt ihr eventuell mitbekommen, dass ich vor einiger Zeit einen Koffeinentzug gemacht habe und eigentlich eine Woche auf Koffein verzichten wollte. Das hat sich jetzt aber deutlich länger gezogen, ich glaube so 3 Wochen ungefähr. Und ich wollte gucken, ob ich nun einen Unterschied merke, wenn ich heute wieder Pre-Workout benutze. Ich habe mich heute für Black Blood entschieden. Ein Pre-Workout mit 300 Milligramm Koffein. Das werde ich jetzt zusammen mit Kreatin mischen und dann geht's zum Training. If you got opinions, you can keep that shit. Losing faith in people, I believe in less. No sir, I ain't let the dream go yet. Oh word, you know how to feed that. So, es sind jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten vergangen und ich merke auf jeden Fall, dass meine Koffeintoleranz von damals nicht mehr wirklich da ist. Denn jetzt geht's schon los, es kribbelt in den Armen und vor allem in den Händen, es geht langsam in den Oberkörper, Beine fangen auch schon an. Ich habe einfach nur richtig Bock, jetzt das Training durchzuziehen. So, wir sind im Gym angekommen, es ist schon wieder komplett überfüllt. Aber gut, was erwartet man auf den Montag? Wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, bis der Latzug frei ist. Danach wollen wir rudern, aber dann müssen wir halt gucken, ob das Gerät dann auch frei ist. Und danach schauen wir. Es wird heute einfach nur ein Krampf, Geräte zu finden, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir haben den Latzug, jetzt geht es erstmal ans Warm-up und danach schauen wir, ob ich irgendeinen Unterschied spüre vom Gewicht oder von der Ausdauer heute mit dem Pre-Workout. Mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, denn ich habe mein Mikrofon so eingestellt, dass es nur eine Audiospur für 2 Sender gibt. Denn Kevin hat ein Mikrofon, ich habe ein Mikrofon. Und ich hoffe, dass die Audio ist jetzt gerade für den letzten Clips nicht komplett So, der Profi-Vlogger hat natürlich mal wieder vergessen, ein Outro zu machen. Wir mussten leider im Gym aufhören zu drehen, weil es einfach viel zu voll geworden ist und auch viel zu dunkel. Und man hat dann einfach fast gar nichts mehr erkannt. Ich habe dann sogar noch ein Licht an meine Kamera rangemacht, aber auch das hat nicht wirklich geholfen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich das restliche Training sehr überrascht davon war, wie die Ausdauer noch da war. Also ich habe jetzt nicht einen extremen Kraftschub zum Schluss gehabt, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass mir die Übungen leichter gefallen sind als sonst, von der Ausdauer her. Was ich aber auch sagen muss, dass ich nicht so gut schlafen konnte die Nacht, einfach dadurch, dass wir relativ spät trainiert haben. Ich glaube 17, 18 Uhr sind wir ins Gym, aber dann zu dem Zeitpunkt noch 300 Milligramm Koffein zu nehmen, war dann ein bisschen viel. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über meine Fitnesskarriere sehen wollt, wo ich euch ein paar Tipps gebe, euch meinen Trainingsplan zeige, euch zeige, wie ich mich ernähre, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video.